Hallo und herzlich willkommen zurück bei den drei Fragezeichen. Es geht weiter mit In geheimer Mission. Viel Spaß! Nur gut, dass Danny für die Szenen am Strand nicht eingeplant ist. Das verschafft Papa etwas Luft. Lassen Sie mich bitte durch. Ich will nur kurz zu Mr. Shaw. Will der etwas spionieren? Na, fragen wir mal. Ich bin Peter Shaw. Wollen Sie zu meinem Vater? Mein Name ist Raghav Shirodkar. Ich muss deinen Vater unter vier Augen sprechen. Es geht um Dannys Anzug. Er ist schwer beschäftigt, aber ich frage gleich mal nach. Du lässt mich doch nicht im Stich, junger Shaw. Nicht doch. Peter an Henry Shaw. Hier ist Besuch. Besuch? Wie meinst du das? Peter? Hier Grigsby. Könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich hoffe, die Angelegenheit bleibt unter uns. Peter an Mr. Grigsby. Komme umgehend. Peter an Henry Shaw. Ein Mr. Chihuahua? Shirodkar. Mr. Shirodkar hat, ja, etwas Anzügliches zu besprechen. Sorry, Peter, verstehe kein Wort. Ich muss mich hier konzentrieren. Ende. Mr. Chihuahua. Es ist ja nicht meine Karriere, die auf dem Spiel steht. Ah, Peter. Schade, dass Justus nicht zum Einsatz kam. Wie wäre es nun mit einer kleinen Rolle für dich? Super! Ich könnte einen tollkühnen Wellenreiter geben. Ich dachte eher an den Eisverkäufer für die Strandbude. Naja, als Sportler bin ich an jede Form von Austeilen gewöhnt. Ich mach's. Für den Eisverkauf ist schon einiges vorbereitet. Sehr einladend ist die Bude aber nicht. Grigsby an Peter. Ein Setrunner ist ausgefallen. Wir brauchen ein paar Requisiten für die Bude. Hier, Peter. Was soll ich besorgen, Mr. Grigsby? Wir brauchen einen Aufsteller, eine Wimpelkette, eine Glocke und den Schriftzug Ice Cream. Peter Shaw kommt zu euch rüber. Verstanden. Aber vorsehen. Mason? Wir haben ein Problem mit Strandbewohnern. Ich weiß Bescheid, Taylor. Alles zu seiner Zeit. Peter? Ich mach mich dann mal auf den Weg. Ende. Der Kittel dürfte passen. Ich zieh ihn zum Dreh an. Gut, dann gehen wir hier mal hinten hin. Sandmonster. Die gewinnen jeden Wettbewerb im Fratzenschneiden. Bitte mach einen großen Bogen um das Gelände. Die Sandmonster sollen nachher fachgerecht explodieren. Einige über Funk, andere sind verkabelt. Papa, dieser Mr. Shibazar möchte dich sprechen. Wie beim Thema Taschengeld. Bei Stress rauscht jedes Wort an ihm vorbei. Schauen wir uns mal die Sandfiguren her. Das ist nah genug, Peter. Ich habe mal einen Beitrag gesehen, wie man Sand so hinbekommt. Das nennt man Compacting, oder? Das ist Schritt 1, genau. Grober Sand wird gewässert und in eine Holzvorrichtung gepresst. Das ergibt eine Art Hügel oder Pyramide. Dann folgt das Carven, das Schnitzen der Skulpturen mit speziellem Werkzeug. Mit Meerwasser besprüht geht so ein Kunstwerk nicht so schnell kaputt. Und hier? Hier ist was lose, Papa. Peter, nicht! Papa, bitte verpfeif mich nicht bei Mr. Grigsby. Boom. Ist es denn zu viel verlangt, auf mich zu hören? Wer ersetzt mir jetzt den Schaden? Tut mir leid, Papa. Hast du keine Monster in Reserve? Ich könnte doch welche machen. Ah, das will ich sehen. Im Ernst, mein Werktisch befindet sich am Kiesstrand. Okay, bevor wir hier weitergehen, hier haben wir mal einen Wimpel. Der erste von 12. Hier einen Buchstaben. Der erste von 8. Dann hier hinten ist die Wimpelkette. Also Wimpel 2. Dann gehen wir hier nochmal her. Hier befindet sich auch nochmal ein Wimpel.
Gut, dann gehen wir weiter zurück. Wenn ich nochmal Mist baue, kriegt Papa die Krise. Das wollen wir nicht. Gehen wir hier hin. Na, das nenne ich mal eine tierische Strandparty. Sagen Sie, Miss Taylor, was passiert denn nachher in Ihrer Szene? Feindliche Agenten hetzen Cyrielle noch in Menschengestalt Monster auf den Hals. Nur wenn sie das Wasser erreicht, kann sie sich verwandeln und entkommen. Da ist Wimpel Nummer 4. Nummer 5. Hier mal Buchstaben Nummer 2. Im Nachspann von Filmen steht immer, dass kein Tier zu Schaden kam. Von Komparsen wird das nicht behauptet. Explosive Action-Szenen wären für die Tiere purer Stress. Da ist der Werktisch, da können wir jetzt aber auch noch nicht hin. Sieht aus wie die Brutstätte von Papas Sandmonstern. Wie soll man da rankommen? So, hier haben wir auch noch Buchstabe Nummer 3. Jetzt gehen wir ganz hinten hin. Da mal ein Aufsteller. Was ist denn das? Ein Springteufel! Bitte verrate mich nicht. Dreharbeiten scheinen unheimliche Ladies magisch anzuziehen. Schon gut. Tut mir leid, dass Sie obdachlos sind. Obdachlos? Ich bin keine Pennerin. Ich bin Werner Wilson. Müsste ich Sie kennen? Oh je, du bist zu jung, um dich an meine Highlights zu erinnern. Beinahe hätte ich sogar mit Alfred Hitchcock gedreht. Ich verehre gute Regisseure. Ah, eine Schauspielerin. Ich bin Peter Shaw, Detektiv, Setrunner und Hitchcock-Fan, wie Sie. Ein Detektiv? Ach, typisch Mason. Lässt prüfen, ob ich gesetzestreu bin. Die ist gruselig. Seit Jahren liege ich Mason in den Ohren, mir eine Rolle zu geben. Aber er fühlt sich belästigt, gestalkt und zerrt mich für mehr Abstand vor Gericht. Ich verrate Sie nicht. Es sei denn, Sie stören die Dreharbeiten. Gut, da haben wir Wimpel. 6. 7. Dann, das ist ganz schwer zu erkennen. Hier vorne haben wir Buchstaben Nummer 4. Und Wimpel Nummer 8. Dann können wir hierher gehen. Da haben wir Wimpel Nummer 9. 10. Buchstabe Nummer 5. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, die Ente kommt später dran. Da haben wir noch Buchstaben Nummer 6. Glocke. Gut, jetzt müssen wir ganz vor zum Inder. Da, hier mal die Comics anschauen. Hey, diese Entwürfe sind doch streng geheim. Geht es noch lauter? Das sind die Skizzen zur TV-Serie für eine Comicreihe, die ich verlegen soll. Moment. Dann hat Danny Coleridge aus Ihrem Verlag den Anzug abgeholt? Korrekt. Dabei hat er eine Epaulette verloren. Vielleicht macht sie deinem Vater die Dringlichkeit der Angelegenheit klar. Eine Epaulette? Ja klar, so ein Schulterstück an Uniform. Sagt Opa. Sagt Opa. Gut. Hier ist Wimpel Nummer 11. Buchstabe Nummer 7. Da ist Wimpel Nummer 12. Und Buchstabe Nummer 8. So, das Ganze können wir jetzt bei der Eisdiele anbringen. Der Aufsteller kommt hierher. Die Buchstaben hier oben hin. Und die Glocke hier im Haken. Gute Arbeit, Peter. Bleib auf Standby, wir rufen dich. Over. Okay, dann kann ich mich wieder um unseren Fall kümmern. Jetzt gehen wir zu Peters Dad. Die Epaulette. Peter, lass mich bitte in Ruhe meine Arbeit machen. Was ist das überhaupt?
Dieses Teil stammt von Dannys Kostüm. Ich habe es von Mr. Von diesem Inder, der dich sprechen will. Raghav? Er wird sich gedulden müssen. Ich kann hier nicht weg. Was Raghav betrifft, halte ihn noch ein wenig hin. Dann gehen wir wieder zurück zu der Dame. Peter, du machst deine Sache gut, aber bleib bitte auf Standby. Psst. Peter, komm mal her, mein Junge. Uah. Du hast doch einen Draht zu Mason. Leg ein gutes Wort für mich ein, ja? Ich weiß nicht, Mrs. Wilson. Mein Handy ist an. Rasch, ehe dich das Team dazu verdonnert, einen Kasten Cola springen zu lassen. Hi, Peter. Ist unser Superspion noch aufgetaucht? Danny Coleridge bleibt verschwunden. Der Witz ist, er hätte für heute längst abgedreht. Was ist bei dir los? Ein Feuerwehreinsatz. Ich stecke im Verkehr fest. Kommt mir vor, als gäbe es jedes Jahr mehr Brände im Sommer. Lass dich nicht unterkriegen, Bob. Ich muss mein Handy ausschalten. Mein Gehör ist noch ausgezeichnet, Peter. Danny Coleridge ist verschwunden? Ich liebe Klatschgeschichten. Die sieht aus, als ob das Gehör das einzige ist, was nicht operiert worden ist an ihr. Ich habe was für dich. Gern geschehen. Nun aber los und bitte Mr. Grigsby um eine kleine Rolle für mich. Gut, gehen wir hier zu dem Müllhaufen her, holen uns die Ente. Gut, jetzt gehen wir wieder zurück. Hier können wir noch nichts machen. Okay, Peter ist da. Wir wollen drehen. Alle auf Ausgangsposition. Na endlich. Mein großer Auftritt. Und Action. So, jetzt müssen wir S machen. Heidelbeere ohne alles. Hier ist die, sind die S-Sorten und hier ist das, was oben drauf kommt. Heidelbeere mit Sahne. Erdbeere mit Streuseln. Erdbeere mit Soße. Das war's falsch. Ach, Mano. Ups. Zitrone mit Streuseln. Erdbeere mit Kirschen. Jetzt aber Vanille mit Kirschen. Zitrone mit Soße. Zitrone mit Sahne. Und Heidelbeere mit Kirschen. Und Cut. Danke, die Szene ist im Kasten. Mittagspause. Meine Karriere als Eisverkäufer vor Nach uns. Nach dem Mittagessen steht der Motivwechsel an. Hoffentlich renkt sich bis dahin alles ein. So, jetzt zeigen wir dem Guten noch das Foto. Sorry, Peter. Wir besprechen gerade das Problem mit den Robben. Oh, die Robben. Gut, mehr von den Robben gibt es dann bei der nächsten Serie. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss.